Hallo zusammen, wir machen heute mal wieder eine kleine Filmsafari. Es geht an den Drehort eines bekannten Kinoklassikers. Ihr kennt das Format bereits, aber eins kann ich schon mal verraten. Heute wird alles ein kleines bisschen anders als sonst. Und der Grund dafür ist der Film, den ich mir ausgesucht habe. Denn hinter dem, beziehungsweise hinter dessen Drehort, steckt deutlich mehr, als man zunächst vermuten würde. Aber von vorn. Es geht um den Film Superstau, ein Comedy-Klassiker aus dem Jahre 1991 von Manfred Stelzer und einer meiner absoluten Lieblingsfilme meiner Kindheit. Eine bunt gemischte Truppe deutscher Touristen macht sich mit dem Auto auf den Weg Richtung Süden und hängt dann plötzlich in einem megamäßigen Stau fest, der bis tief in die Nacht anhält. Mit dabei sind so kuriose Figuren wie zum Beispiel Ralf Richter als Hermann Pacholke oder Ottfried Fischer als Ludwig Stocker und natürlich der legendäre Commander, gespielt von Achim Kronejung. Was wir heute leider nicht machen können, ist, sämtliche Drehorte dieses Films abzufahren, weil dieser Film in ganz Deutschland gedreht worden ist. Um mal ein Beispiel zu nennen, wir sehen hier die Zeche Zollverein in Essen. Das ist der Ort, wo Hermann von der Schicht kommt, sich dann zu seiner Familie ins Auto setzt und Richtung Urlaub fährt. Wir sehen aber auch sehr viele Orte in Bayern, wie beispielsweise hier die Raststätte Allersdorf, die heute übrigens Holledau heißt. Und ich glaube, es wäre jetzt ein kleines bisschen übertrieben, 7-mal quer durchs Land zu fahren, nur um eine Raststätte zu besichtigen. Ich glaube, das lassen wir mal bleiben. Was wir aber tun können, ist, wir können uns auf den Hauptdrehort dieses Films beschränken. Den Ort, an dem 90% der Handlung spielt, nämlich auf der Autobahn. Und falls ihr euch jetzt fragt, Autobahn? Wir gucken uns jetzt eine Autobahn an. Was soll da zu sehen sein? Nun, an dieser Stelle wird es interessant. Willkommen am Rande von Berlin, genauer gesagt in der Parforsheide, ein schönes grünes Waldgebiet direkt neben der Hauptstadt und der Ort, an dem der Film Der Superstau gedreht worden ist. Und aufmerksame Fans des Films wissen natürlich längst, das macht zumindest von der Handlung her überhaupt gar keinen Sinn, denn Berlin kommt in diesem Film überhaupt gar nicht vor. Die Urlauber sind vielmehr auf dem Weg Richtung Süden, das wird mehrfach im Film gesagt, und sie befinden sich zum Zeitpunkt des Superstaus auch in Bayern. Das wird mehrfach im Film angedeutet, zum Beispiel durch eine Lautsprecherdurchsage am Rasthof Allersdorf, aber auch durch diverse Autobahnszenen. Es ist zum Beispiel sehr häufig die A8 Richtung Österreich zu sehen, hier zum Beispiel mit Blick auf den Unterberg. Und wer an dieser Stelle des Films mal genau aufpasst, der wird auch merken, da ist eine kleine Ungenauigkeit zu sehen. Schauen wir uns doch einfach mal die Szenen an, in denen sich der Superstau gerade bildet. Das hier ist eine der ersten Szenen. Hier sehen wir die A8, hier sehen wir rechts so eine Doppelleitplanke mit Blick auf den Unterberg. Diese Autobahn sehen wir dann in weiteren Szenen, kurz darauf auch nochmal. Hier sieht man das, zweispurige Straße, rechts diese Doppelleitplanke. Da hinten ist der Berg, das ist ganz eindeutig in Bayern gefilmt worden. Und hier sehen wir den ganzen Spaß auch nochmal unter so einer Brücke hergefilmt. Hier zweispurige Straße, Doppelleitplanke und der Berg im Hintergrund. Und dann wird es spannend. In der darauffolgenden Szene sehen wir nämlich Hermann, wie er megamäßig im Auto ausrastet, weil er ja unbedingt seine Fähre noch erwischen muss. Und dann sehen wir die ostdeutsche Familie. Und hier können wir schon links oben erkennen, da hat sich aus irgendeinem Grunde die Landschaft geändert. Da ist gar nichts mehr zu sehen von irgendwie Wiesen und Feldern. Da ist plötzlich ein Waldgebiet zu sehen, was vorher aus unerklärlichen Gründen noch nicht da war. Und dann schauen wir aus dem Wohnmobil der Stockers und sehen, die Umgebung hat sich komplett verändert. Da ist nichts mehr mit einer Doppelleitplanke rechts, da ist auch nichts mehr mit Wiesen und Feldern und vor allem, mysteriöserweise, ist der Unterberg verschwunden. Einfach so in Luft aufgelöst und plötzlich stehen sämtliche Urlauber in einem schönen grünen Waldgebiet.
Tja, ihr ahnt es bereits, genau an dieser Stelle hat man den Drehort gewechselt. Und der Grund dafür liegt auch auf der Hand. Denn es ist nicht einfach so möglich, einfach mal Tage oder Wochen lang eine echte Autobahn abzusperren, um dort einen Superstau zu inszenieren. Das geht einfach nicht. Also hat man Folgendes gemacht. Man hat einfach echte Stauszenen von der A8 abgefilmt, den tatsächlichen Stau, der im Film dann aber zu sehen ist, an einem völlig anderen Ort gedreht. Und zwar genau hier in der Parforce Heide nahe Berlin. Aber wo befindet sich diese legendäre Autobahn genau? Lasst uns doch mal versuchen, den Drehort zu finden. Ich bin jetzt hier mitten im Gebüsch. Und das Gebüsch spielt ja durchaus eine wichtige Rolle in dem Film. Nämlich hier, als unser bayerischer Bustourist sehr dringend seine Notdurft verrichten muss und dann aber erstmal am Commander und seinem Kompagnon vorbei muss und dann hier neben einer Birke sein Loch schaufelt. Ich möchte nicht zu viel versprechen, aber rein theoretisch könnte das der Ort gewesen sein. Es gibt hier zwar 780.000 weitere Birken in dem Wald, aber hey, das könnte der Ort gewesen sein, an dem diese Szene gefilmt worden ist. Das bedeutet allerdings im Umkehrschluss, wenn wir jetzt nach hier schauen, müsste hinter dieser Wölbung, die auch mehrfach im Film zu sehen ist, die Autobahn langlaufen. Ich wundere mich nur ein bisschen, denn ich höre weder Autos noch sehe ich welche. Was ist das denn für eine Autobahn, auf der keine Autos fahren? Naja, kämpfen wir uns doch mal dahin. So, ab durch den Matsch. Da geht's runter und Moment mal, was ist das denn? Das sieht mir nach einem Spazierweg aus, aber das ist doch keine Autobahn. Was? Was ist denn hier passiert? Es ist keine Autobahn mehr da. Also, nee. Nicht mit mir. Nicht mit dem Commander. Tja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Denn die legendäre Autobahn aus Superstau existiert nicht mehr. Aber dieser Ort, an dem ich mich gerade befinde, ist auch viel mehr als das. Er ist nicht einfach nur irgendein Drehort, irgendeines 90er-Klassikers. Er ist ein echtes Stück Ost-West-Geschichte. Ich befinde mich hier auf einem ehemaligen Teilstück der Autobahn A115. Dieser sogenannte AWUS-Zubringer führte damals auf die Transitstrecke A2. Wer noch zu jung ist und nicht weiß, was eine Transitstrecke ist, das ist eine Straße, über die man damals fahren musste, wenn man von Westdeutschland durch die DDR nach West-Berlin reisen wollte, also eine Stadt, die ja komplett von DDR umgeben war. Wenn man über diese Strecke fuhr, musste man an diversen Kontrollpunkten Halt machen und von diesem Kontrollpunkt ist heute auf dieser Straße sogar noch was zu sehen. Wir laufen direkt zu auf den ehemaligen Kontrollpunkt Drewitz-Dreilinden und hier treffen wir auch erstmals wieder auf Beton. Da hinten, wo ich gerade die ganze Zeit hergelaufen bin, wurde der komplette Straßenbelag entfernt, aber hier sieht man noch ganz deutlich, dass das mal eine Autobahn gewesen ist. Wir gehen mal direkt hier durch den Busch und werden dann feststellen, wir landen gleich auf einer Autobahnbrücke, die direkt über einen Kanal führt. Schwupps. Und tada, da sind wir schon. Links und rechts Wasser. Und hier, auf diesem Ding, über das ich gerade laufe, ja, auf diesem Ding stand wohl damals diese Hütte, die zum Kontrollpunkt gehörte. Das sieht man nämlich auch, wenn wir hier am Ende ankommen. Da ist so eine Erhebung. Da ist sie. Hier drauf stand wohl damals so eine Kontrollhütte. Und da hinten
sieht man das Ganze auch nochmal. Ich vermute, ich bin wirklich nicht ortskundig, aber ich vermute, da hinten war dann tatsächlich der Kontrollpunkt, denn man sieht nämlich auch noch hier, und das ist total spannend, man sieht tatsächlich noch die Fahrbahnmarkierungen von damals. Hier, guckt mal. PKW steht da. Das hier war die PKW-Spur. Dahin musste man und dann wurde man kontrolliert und ich vermute, dass das dann hier einfach die LKW-Spur war. Man sieht nur noch, dass, Bus, das war die Busspur und LKW wahrscheinlich, ja. Dann laufen wir mal noch ein Stück weiter, mal gucken, was uns da noch erwartet. Also das, was ich jetzt hier mache, wäre damals wahrscheinlich lebensgefährlich gewesen. Einfach jetzt hier vorbei. Naja, guck mal, da führt so ein Fußgängerdurchweg her. So, und hier rüber. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Ach du heiliger Bimbam, das ist ja ein richtiger Lost Place fast. Guckt euch mal diese Laterne da an. Das ist ja ein absolutes Relikt. Sowas baut man ja heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr. Auch komplett verrostet. Krass, ey. Hier sieht man auch noch so total alte Fahrbahnmarkierungen. Man kann aber nicht mehr erkennen, was denn da gestanden hat. Und wenn man hier auf die andere Seite mal guckt, sieht man auch so Fahnenmasten, die auch zu dem Kontrollpunkt gehörten. Hier ist so ein uralter Sicherungskasten zu sehen. Auch offenbar alles Relikte aus längst vergangenen DDR-Zeiten. Und wenn wir jetzt hier noch weitergehen, dann sehen wir auch noch eine uralte Autobahnraststätte, die heute ein völlig vergessener Ort ist und vor sich hin rottet. Da gehen wir jetzt mal nicht durch, weil das offenbar Privatgelände ist, wobei dahin kann man auch noch weiter. Aber hier, schaut mal. Ja. Ja, tschüss. Ziemlich interessant. Ich habe gerade tatsächlich die Besitzerin dieser Raststätte da getroffen. Die wird wohl offenbar wieder ausgebaut. Und zwar sollen da Wohnungen reinkommen, hat sie gesagt. So bis in die 2000er Jahre war das wohl noch ein Restaurant. Und dann hat es dicht gemacht und dann rottete dieses Gebäude so vor sich hin. Und jetzt werden da wohl tatsächlich Wohnungen reingebaut. Ein Restaurant lohnt sich wohl nicht mehr, sagte sie. Da kommt kein Mensch hin. Das ist komplett ab vom Schuss hier. Und ich glaube, damit hat sie auch recht. So, gehen wir mal wieder zurück. Was man hier übrigens links noch sieht, ist der sogenannte Kfz-Sperrgraben. Wie ich mir gerade angelesen habe, ja auch ich muss mir das alles anlesen, weil auch ich bin 3 Jahre vor dem Mauerfall geboren und ich habe diese ganze Zeit auch selbst überhaupt nicht miterlebt. Und finde das aber höchst spannend. Stillgelegt wurde dieser Grenzkontrollpunkt hier übrigens nicht erst 1989, sondern schon 1969. Da wurde nämlich der neue Grenzkontrollpunkt Dreilinden eröffnet und dieses Autobahnteilstück geriet von da an komplett in Vergessenheit, bis 20 Jahre später die Mauer fiel. Und für die Macher des Films Superstau war das damals doppeltes Glück, denn dieses stillgelegte Autobahnteilstück lag 20 Jahre im Dornröschenschlaf und war praktisch noch komplett vorhanden, inklusive Straßenbelag und allem, was dazugehört. Gut, man musste hier und da so ein paar Schönheitskorrekturen machen, zum Beispiel neue Fahrbahnmarkierungen, es mussten auch Leitplanken wieder aufgestellt werden und Notrufsäulen, aber ansonsten war dieses Stück Autobahn einfach perfekt, um einen Superstau zu inszenieren. Und übrigens nicht nur der Superstau. Nach dem Film wurde diese Autobahn noch für weitere Produktionen genutzt. Zum Beispiel auch Alarm für Cobra 11. Schaut euch mal diesen Trailer hier an. Da sieht man ganz eindeutig, japp, das ist unsere Waldautobahn, die wir auch aus Superstau kennen. Okay, jetzt bleibt aber noch die Frage zu klären, warum ist die Autobahn denn jetzt weg? Also warum hat man irgendwann dann doch den Asphalt hier aus dem Wald geholt und warum hat man sie nicht weiter als Filmkulisse genutzt? Der Grund dafür ist eine Renaturierungsmaßnahme. Anfang der 2000er Jahre hat man angefangen, die A115 dreispurig auszubauen und im Gegenzug dazu hat man dann hier den Asphalt aus dem Wald geholt und die Natur konnte sich das ganze Gebiet zurückholen. Bisschen unbefriedigend ist das Ganze natürlich jetzt schon, denn ich hätte natürlich sehr gerne so ein paar Szenen wieder rekonstruiert, aber nur weil die Autobahn weg ist, heißt ja nicht, dass wir es nicht zumindest versuchen könnten, oder? Ich bin diesen Weg jetzt hier wirklich sehr häufig heute lang gelaufen und ich bin mir sehr sicher, dass diese Bauminsel hier irgendwas mit unseren Drehorten zu tun hat, die ich suche. Wenn wir uns hier beispielsweise mal ein Foto raussuchen von
Hermann und seiner Frau, die nach Stunden im Auto sich dann doch entscheiden, ein kleines Picknick in der Natur zu machen, dann kann man davon ausgehen, dass das wahrscheinlich irgendwo hier gedreht worden ist. Die Gegend ist ähnlich, hier unten das Gras, die Bäume. Wenn wir hier mal oben rechts auf den Baum gucken, das sind auch genau dieselben Bäume. Ich gehe stark davon aus, dass das hier irgendwo gedreht worden ist. Hier in dieser Szene, wo die Stockers aus dem Wohnmobil gucken, sieht man auch oben links, dass die Mittelleitplanke offenbar auch durch Bäume getrennt wird. Und daher auch meine Theorie. Da, seht ihr das? Da, diese Bauminsel. Kann sein, dass das dort gewesen ist. Das sieht so verdammt ähnlich aus. Würde mich nicht wundern, wenn genau dort der Superstau gedreht worden wäre. Ganz typisch für diese Gegend sind tatsächlich auch diese Birken, die hier überall wachsen. Die sieht man auch im Film ganz, ganz häufig, zum Beispiel in dieser Szene hier, wo sich Stocker und Pacholke zum ersten Mal kennenlernen. Das sind natürlich nicht dieselben, aber sie sind zumindest ähnlich. Hier sieht man, kurioserweise, hier wachsen Birken in der Mittelleitplanke. Auch interessant. Das habe ich jetzt hier in der Tat in der Form noch nicht wiedererkennen können. Also in der Mitte dieses Weges wachsen keine Birken, also wenn dann nur so an den Rändern. Ja, und dann noch eine Szene, die wir auf jeden Fall unter die Lupe nehmen müssen. Die Szene mit unserem Commander auf der Suche nach einem Zigarettenautomaten. Und im Film wird das ja so dargestellt, er flieht von der Autobahn quasi ins Gebüsch und landet dann in so einer Prärie. Und tatsächlich ist es so, dass man hier, wenn man von der Autobahn kommt, rechts hier in den Busch reinlaufen kann. Und wir machen jetzt einfach mal das, was der Commander gemacht hat und gucken mal, ob wir noch irgendwo einen Zigarettenautomaten finden. Müsste doch möglich sein. So, hier geht es tatsächlich ab in den Busch. Sogar ein kleiner Weg. So, hier im Film ist zu sehen, wie der Commander aus dem Dickicht kommt und dann auf diese Hütte hier blickt. Ich komme jetzt auch aus dem Dickicht und gucke auf, naja, Bäume. Keine Hütte. Und ich kann auch schon mal spoilern, ich habe weder auf Google Maps noch sonst wo diese Hütte entdecken können. In der Satellitenansicht ist nichts zu sehen. Genauso wenig wie, ja, ein Zigarettenautomat oder auch diese Häuser, die da gezeigt werden, so Scheunen, so alte Scheunen. Möglicherweise wurde das alles irgendwann mal abgerissen. Möglicherweise wurde das auch hier gar nicht gedreht. Aber, so wie der Commander hier im Gebüsch steht, ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass das hier gedreht worden ist, weil das ist hier so eine 1A-Heidelandschaft mit Sand und allem Zip und Zap. Das könnte der Ort sein, wo der Commander damals sein Glück versucht hat und natürlich gescheitert ist. Herrlich. So, das war meine kleine Drehort-Tour für heute. Wie ihr seht, manchmal steckt hinter Drehorten von alten Kinoklassikern doch mehr, als man zunächst glaubt, selbst dann, wenn sie schon gar nicht mehr da sind. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ihr könnt auch meinen Kanal abonnieren und die Glocke drücken, dann verpasst ihr kein weiteres Video. Und es würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr mich bei Patreon unterstützen könntet, denn dann kann ich auch künftig noch häufiger solche Drehorttouren machen. Das kostet ja immer ein kleines bisschen Geld. Und bei Patreon könnt ihr einen freiwilligen Beitrag im Monat bezahlen, den ihr natürlich auch jederzeit wieder kündigen könnt. Und so könnt ihr mich so ein bisschen bei meiner Arbeit unterstützen. Würde mich sehr freuen. Das war's aber für heute. Ich sag tschüss und bis zur nächsten Reise.